I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 6 Uhr, ich habe meinen Haushalt heute Morgen schon erledigt und es ist Samstag, Wochenende. Heute werden wir den Tannenbaum kaufen. Die Mädels freuen sich schon richtig drauf, zumindest Leona, die hat sich schon so gefreut. Die ist gestern im Dreieck gesprungen und heute Abend gehen wir auf den Weihnachtsmarkt, da kommt der Nikolaus hin. Ja, also heute wird es weihnachtlich zugehen und ich wünsche euch aber ganz viel Spaß bei diesem Video und ich muss erstmal wach werden. Frühstücken und erstmal so langsam in den Tag kommen. Oh, Frieda versucht nochmal zu schlafen. Die war eben auch nochmal mit unten bei Alex und Pauline. Pauline ist seit 5 Uhr wach. Die hat zurzeit echt so eine tickende Uhr irgendwie, dass die immer um Punkt 5 Uhr wach. Ich glaube, Leona ist auch wach. Die darf ihr zweites Türchen heute aufmachen. Hast du den Adventskalender schon aufgemacht? Nein, ich warte mit der Runde. Nee. Ja, dann mal los. Sie hat sich schon ein Adventskalender-Türchen ausgesucht. Ja. Schick. Die großen. Gestern war eine Leinwand drin, ne? Ja. Mal gucken, was heute drin ist. Ja. Pauline hat heute Morgen ein Geschenk. Ein Geschenk da drin. Da ist ein Igelchen auf deinem Teller liegen. Mhm. Willst du erst Bibi und Tina aufmachen? Nein, erst hier das. Okay. Aufkleber. Bibi und Tina. Ja, dann los. Da ist die 2, habe ich schon. Ja, ich halte fest und du machst auch das. Ich komme nicht so weit dran. Schieben wir das vor. Oh, ein Pony! Oh, ist das süß. Wow, so Pauline. So, wir haben jetzt gefrühstückt. Alex hat Brötchen von der Bäckerei geholt und war noch beim Stadtmetzger. Frisches Bett, voll lecker. Darf ich jetzt ja wieder essen? Ich bin ja nicht mehr schwanger. Genau, ich gehe jetzt eben schnell duschen. Alex macht Radio an, dann tanzen wir noch ein bisschen mit den Kindern. Und um 8 Uhr macht das Gartencenter auf. Da werden wir ein bisschen Deko shoppen und den Tannenbaum aussuchen. Und ich kann euch mal gerne das letzte Video verlinken von letztes Jahr, wo wir den Tannenbaum gekauft haben. Das Video habe ich noch auf meinem Kanal online. Schaut mal hier in der Infokarte. Das ist ein Jahr her und da konnte Pauline sich gerade mal drehen. Wie schnell die Zeit vergeht. Und jetzt ist sie. Jetzt rennt sie gegen den Baum. Pauline ist gerade in so einer Trotzphase und schlägt ihren Kopf überall gegen. Leona ist oben, ne? Oder jetzt noch essen? Kann ich auch machen. Okay, dann kann ich duschen. Tanzen! Warum stehst du im Bad und trinkst Kaffee? Ich weiß es nicht. Wir haben gerade über den Lautsprecher gesprochen. Okay, ein bisschen verrückt. Kann Zähne putzen, ne? Ey, nein, nicht die ganze Zahnpasta essen. Wo ist deine Zahnbürste? Komm, Zähne putzen. Ja, ja. Komm, Mama, mach das drauf. Da. Jetzt putzen. Etwas chaotisch heute Morgen. Ist immer bei uns chaotisch. Jetzt duschen. Ich kann euch mal gerade zeigen, was wir benutzen an Pflegemitteln. Der ist richtig gut, der Conditioner. Das ist der von Gianfrida. Der ist echt gut. Der riecht richtig lecker. Der macht die Haare schön weich. Ansonsten benutze ich von Isana das Farbglanz Silber Shampoo. Und mein Favorit zur Zeit von Duschgel ist das Nivea Winterwonne. Ich liebe Winterdüfte. So, ich räume gerade die Küche auf, solange Easy duscht. Frieda Maus weint. Alex hat es nicht gehört. Der ist unten und putzt die Küche. Mausi! Mama zieht sich an. Ich ziehe einfach nur ein schwarzes T-Shirt an und Cardigan, das muss reichen. Es ist übrigens keine Schwangerschaftshose heute. Juhu, in manchen alten Hosen passt sie schon wieder rein. Frieda liegt jetzt da und guckt mir zu, wie ich mich anziehe, ne? Guck, guck! Das ist süß, ne? Ja, komm, du darfst auch mal raus. Ich stille jetzt, höre ein bisschen Musik und dann fahren wir gleich schon los. So, wir sind jetzt fertig. Wir fahren mit 2 Autos, damit wir den Tannenbaum mitbekommen. Und ich nehme die Sandy, also den BMW, und Alex und Kevin, den VW-Bus. Genau, und Leona möchte unbedingt mit dem Kevin fahren. Dann nehme ich die Frieda.
hier in der Babyschale. Und die Pauline nehme ich dann noch zu mir. Hau mal los. Da einsteigen. Pauline, hast du dein Teddy? Ja. Bis gleich. Ab zum Gartencenter. Erstens haben die so früh auf. Wir sind nämlich voll die Frühaufsteher. Und zweitens... Ich hasse es. Alex ist gefahren. Wir sitzen immer so weit vom Lenkrad weg. Genau, Gartencenter Gütersloh fahren wir jetzt. Der Alex muss den Kevin rausfahren, damit Leona einsteigen kann. So, wir sind da. Alex ist noch nicht mit der Leona da. Irgendwie sind die ein bisschen langsam gefahren. Die Abgaben. Aber nicht absichtlich. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Bin ich älter geworden im Gegensatz zu letztem Jahr? Habe ich mich verändert? Ich wollte jetzt erstmal nach den Öffnungszeiten schauen. Öffnungszeiten? Von 9 Uhr. Ab 9. In 10 Minuten machen die auf. Dann passt das ja. Wir sind noch 10 Minuten zu früh. Wie die Leona sich freut. Die Pauline sitzt im Wagen. Wir müssen jetzt Tannenbaum suchen, mein Schatz. Pauline ist leider eingeschlafen im Auto. Baby, dich runterwerfen. Fische gucken? Fische gucken? Ja, letztes Jahr waren wir auch schon hier. Da warst du noch ganz klein. Ist ja auch irgendwie süß, ne? So ein Schneetannenbaum. Die sind auch wunderschön, diese Kugeln für draußen. Also ein Springbrunnen. Schön, oder? So was im Garten. Oh, schön. Wenn dir was Schönes gefällt, sag Bescheid, Leona. Die haben auch richtig schön wuschige Olivenbäume. Der sieht natürlich richtig gut aus, dieser dicke. Wir nehmen wie jedes Jahr Nordmann-Tanne, damit es nicht piekst für die Kinder. Und ja, so eine Größe, so 1,80. Kostet 40 Euro. Klein und wuschig. Der ist mir zu klein. Der ist süß. Der ist klein. Nimm mal den. Ich weiß, wir haben. Der ist echt schön. 20 Euro. Wir haben auch einen schönen da gefunden. Wollen wir den, nehmen wir den mit? Ja. Der ist voll schön. 20 Euro. Wir haben einen kleinen genommen. Der ist aber richtig schön grün und buschig und sieht gut aus. Leona findet den auch schön. Das ist die Hauptsache. Ich freue mich schon auf Schmücken nachher. Hier sind ein paar Tannenzweige. Ich überlege für den Adventskranz, dass wir noch ein bisschen Grün dazwischen legen. Komfort M, gibt es Größe? M oder XL. Was kostet der? 30 Euro. Mehr als die Tanne. Mehr als die Tanne. Also jetzt kommt die Dekoabteilung, der wichtigste und schönste Teil. Oh, der Holztisch, der ist schön. Und es gibt Glühwein, wie immer. Oh nein, ist das richtig süß. Ist das cool. Gleich vor Leonas Zimmer. 130 Euro. Boah, heftig. Guck mal, die Bäume. So ein großes und so ein kleines und das Reh davor. Das wäre so süß. Ich glaube, der dürfte leuchten. Kann man den anmachen? Gucken wir mal. Yay, der leuchtet. Der Kleine auch. Oh, wie süß ist das denn? Also der Kleine kostet 9 Euro. Das ist okay. Dann kostet der Große 20 bestimmt. Ja, genau. Kinderpunsch, ne? Kinderpunsch. Ist auch zu heiß. Und Plätzchen. Husten, husten. Ach, die ist auch so süß. So ein kleiner Knut. Ich zeig das jetzt mal Alex, das, was er davon hält. Guck mal. Zwei von diesen beleuchteten Tannen und das Bambi davor. Oder kommt das da oben nicht zur Geltung? Das sieht aber aus, aber da, ja, es geht halt verloren, da sieht keiner, ne? Aber es ist richtig schön. Oder man stellt einen großen grünen Tannenbaum hin. Sowas könnten wir unter die Treppe bei uns mal hinstellen. Weihnachtsdeko. Auch cool. Und da war die Schlittschuh fahren. Das fand ich auch immer so toll, ne? Ja, die fandest du letztes Jahr schon so toll. Ich fand die schon immer toll. Ich hätte Alex das Bambi nicht zeigen sollen, jetzt will er das unbedingt haben. Die haben ja so schöne Sachen, Leute. Oh nein. Ach, wie süß, ein Igelkissen. Jetzt kommt mein Lieblingsbereich, der rosa-silber-Bereich. Voll schön. Aber wir haben schon Weihnachtsbaumschmuck. Ja, die ist cool, die Feuerschale. Ja, es sieht schön aus mit Steinen. Aber guck mal, es gibt verschiedene. Ich finde die auch richtig schön. Können wir das nicht mal machen? Dann ein Feuer da rein und dann Stockbrot machen. Und Glühwein. Zu Silvester. So ein Feuerchen mit den Freunden. Da unten rein, ne? Leona geht jetzt zur Seite. Leona hält den Wagen fest. Genau. Rein. Oh mein Gott. Kannst du mir machen? Das wäre ja cool. Diesen vor Leonas Tür. Glühweinecke. Kerzen. Unglaublich, jetzt läufst du schon. Letztes Jahr warst du noch in der Babyschale. Was hat der Papa da? Hallo.
Ja, wir haben jetzt alles. 20 Euro Tannenbaum, genau. Die Deko ist teurer als der Tannenbaum. So, ja, das Bambi musst du jetzt mit. Aber das können wir jedes Jahr benutzen und aufstellen. Das kann sogar stehen bleiben das ganze Jahr. Und gleich mit mir den Tannenbaum. Ja, hilfst du mir? Frische Luft. Da ist unser Tannenbaum. Der kommt jetzt in diese Vorrichtung rein. Möchtest du einmal zugucken, wie ich den aufmache? Schau mal. Das ist wunderschön. Viel kleiner als die letzten Jahre, aber so viel Platz haben wir auch nicht zu Hause. Das ist unser Weihnachtsbaum. Ja, Finger weg. Achtung. So, easy, du übernimmst dann weiter, ne? So, Alex hat gerade die Sachen aus dem Keller geholt, die Kugeln, die habe ich euch ja schon mal gezeigt im letzten winterlichen Haul. Das ist der künstliche Tannenbaum für Leonas Zimmer. Der ist ganz süß, ne? Der ist schön schmal. Machen wir gleich noch eine schöne Lichterkette drüber. Ist doch voll schön. Das Bambi könnte man so vor die Scheibe stellen. Weißt du noch, welches davon gut war? Die sind alle gut. Das hatten wir am Fenster hängen. Das ist eine Lichterkette, genau. Irgendwie sowas. Fürs Fenster, das sind so Zapfen. Hier sind doch schon alte Sachen, Schatz. Ja, aber nicht alle. Nee, nicht alle. Aber ich finde so eine grüne viel schöner an Tannenbaum. Der Tannenbaum steht, aber wir wissen nicht, ob er da schön steht. Er geht da irgendwie verloren. Gerade neben der Lampe und so. Jetzt haben wir gedacht, vielleicht doch dahin, weil dann sieht man ihn jeden Abend, wie er schön geschmückt ist. Viel besser da. Die richtigen Weihnachtskugeln tun wir zu Weihnachten dran. Ja, schön. So, jetzt haben wir hier durchsichtige Schnur. Jetzt müssen wir das alles einfädeln. Ich mach das. Alex, mach das, ich mach Mittagessen. Ja. Morgen der erste Advent. Ja. Morgen schon die erste Kerze an. Richtig freut. Kannst Papa helfen? Kannst du auch schon einen Knoten machen? Das ist nicht so schwierig mit dem Band. Jetzt habe ich noch ein paar Sterne dran gehangen. Oh, hier ist noch Watte von letztes Jahr. Ich mache jetzt Mittagessen, damit wir keine schlechte Laune bekommen. Ich mache heute Bohneneintopf. So soll der Bohneneintopf nachher aussehen. Noch 17 Minuten. Dann gibt's Essen. Ich habe voll Kohldampf. Sieht ganz gut aus. Mit Tomatenmark wird das gemacht. Das mache ich zu essen. Warte. Mach mal. Das gibt's zu essen. Und ich vlogge. Was ist das für ein Format eigentlich? Das wird gefloggt und ich mache Snap. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Doppel. Ich möchte heute auf jeden Fall noch Kuchen backen. Walnusskuchen. Kuchen backen, Kuchen backen, Kuchen backen. Back, back, back. Pauline hängt über dem Mülleimer. Nein. Bäh, mach zu. Super. Der Bäcker hat gerufen. Schatz, gehst du runter? Nein. Kannst du meine Schnibbelbohnen mitnehmen? Mach die Hinterlassenschaften hier weg. Die Krone vom Tannenbaum. Ich decke jetzt den Tisch ein, dann muss ich gleich essen. Jetzt haben wir ja hier Platz gemacht. Jetzt kann der Alex die Federwiege aufbauen, die Nonomo. Wir haben ja schon eine im Schlafzimmer. Haben wir gedacht, nehmen wir noch eine im Wohnzimmer, muss ich mal hochlatschen. Das ist, glaube ich, ganz praktisch, ne? Ja, bestimmt. Und die ist halt nicht elektrisch, sondern zum Anschaukeln. Wir dachten, die ist wahrscheinlich dann auch nicht so laut. Das ist nämlich gut im Wohnzimmer. Wenn man abends mal einen Film gucken möchte und die kleine Maus will schlafen oder ein Nickerchen machen, dann kann man die da tagsüber reinlegen. Na, du willst doch die anderen Klappen. Du willst eine, ne? So ist ganz zu. Ich finde das Design vom Gestell richtig schön. Ja. Sieht geschwungen, sieht voll elegant aus. Pauline hilft kräftig beim Aufbauen. Ich möchte hier den Pappschutz wieder draufstecken. Ja. Da war das drauf, ne? Genau so. Schau mal. Das ist eine Suppe, Leone. Mit Mettwürstchen. Dann habe ich hier frisches Brot, eine Laugenstange und Toastbrot. Für Pauline habe ich ohne Soße gemacht, damit sie gleich nicht so rumkleckert. Aber es sieht ganz lecker aus. Also ich probiere jetzt als erstes, ja? Klar. Es sieht nicht aus wie auf dem Foto. Gut. Liebe mit Entchen. Sieht auch richtig lecker aus. Habe ich auch noch nie gemacht, einen Bohneneintopf. Deftig halt, ne? Ja. Kann man essen. Richtig lecker. Ich glaube, die Pauline muss Haier machen. Haier machen. Gute Nacht. Und so sieht das jetzt aus. Was ich an der richtig cool finde, ist, dass dieses Tuch
richtig schön groß ist. Da wird auf jeden Fall Frieda noch lange Platz drin haben. Hier ist die Feder. Heute Abend gehen wir noch auf den Weihnachtsmarkt. Da kommt der Nikolaus hin. Du freust dich, das ist so süß. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist der nächste Tag und ich habe gestern auf dem Weihnachtsmarkt nicht mehr gefilmt. Wir haben die Zeit einfach als Familie genossen und hier leuchtet alles ganz schön. Heute hat es das erste Mal geschneit. Ich sehe das erste Mal unseren Garten mit Schnee. Voll schön. Wir sind seit 6 Uhr wach. Okay, ich durfte noch bis 7:30 mit der Frieda schlafen. Alex hat sich um die Pauline gekümmert. Leona ist bei Oma, die hat da ganz spontan übernachtet. Die liebt es da zu schlafen. Und die schläft, glaube ich, auch noch. Es ist mittlerweile 8:30. Wir werden gleich den Schlitten aus dem Keller holen und dann die Pauline etwas durch die Nachbarschaft ziehen und durch den Garten. Das ist, glaube ich, auch ihr erster Schnee, den sie so bewusst wahrnimmt. Ich liebe das, ist so schön. Die Feuerschale steht auch schon da unten, die wir gestern gekauft haben. Wir haben gerade gefrühstückt, nichts Besonderes, Toast mit Marmelade, ein bisschen Aufschnitt. Alex ist oben mit Frieda, wickelt die gerade. Und ich habe mich gestern Abend nicht mehr abgeschminkt. Und Pauline läuft immer wieder zum Fenster und guckt sich den Schnee an. Genau, ich würde mich an dieser Stelle gerne von euch verabschieden, weil heute nichts Besonderes mehr passiert. Es ist Sonntag und Sonntag ist ja Gammeltag bei uns, wisst ihr ja. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.